Hallo und herzlich willkommen wieder bei Axel Burkhardt TV. Schön, dass ihr mit dabei seid bei unserem kleinen Beitrag heute, Punkt 2020. Gott weint. Ja, Gott weint. Es war in einer der letzten Nächte, wahrscheinlich sogar an einem der letzten Morgen, da wurde ich erinnert an meine eigentliche Mission. Sprich über Gott. Und ich erinnerte mich dann ganz genau an jenen Tag. Es ist ungefähr gut 30 Jahre her. Ich weiß es noch ganz genau. In dem Ort, in dem wir damals lebten, an einem wunderschönen See in der Nähe von München. Und ich saß im Auto und ich stellte mir die Frage, was ist eigentlich meine Aufgabe? Und es kam sofort und glasklar und ohne Zögern eine ganz, ganz deutliche Antwort. Sprich über Gott. Und da wusste ich, was meine Aufgabe ist. Ich hatte etwa 5 Jahre, etwas mehr, mein erstes Buch verfasst. Es wird wieder neu aufgelegt werden jetzt aufgrund vielfältiger Wünsche. Es hieß Zwiegespräch mit Gott. Und die Art und der Stil ist später wunderbar von Donald Walsh weitergeführt worden. Und so holte mich meine Vergangenheit wieder ein. Und ich habe bisher erst zweimal in meinem Leben eine so deutliche, klare Antwort bekommen, das wieder vor einigen Tagen. Und da stelle ich mir die Frage in der Früh, was ist das Thema für heute Abend, für diesen Vortrag? Und es kam wieder so ganz glasklar das Thema, Gott weint, sprich darüber. Sprich darüber, wie traurig Gott derzeit ist. Und das war für mich ist immer Gott die Liebe und das ist die Glückseligkeit. Und jetzt sollte ich auf einmal darüber sprechen, dass Gott weint, und so hat er offensichtlich in irgendeiner Form mit mir gesprochen. Und Gott weint, weil seine Kinder auf Erden hier derzeit so viele dunkle Wellen der Angst in seine Welt schicken. Gott ist Geist, seine, unsere Heimat ist die geistige Welt. Und in seinem Haus, wie wir wissen, ist Platz für alle seine geistigen Kinder, seine geistigen Geschöpfe, die geistigen Wesen, die Engel, die Erzengel, von den Achai bis zu den Seraphim hinauf. Und auch für seine Kinder, die Kinder hier auf Erden, wir Menschen. Für jeden von uns ist ein Platz in diesem Haus, so heißt es. Und jetzt aber sagt er uns, seine Erdenkinder schickten Ströme dunkler Angst in seine Welt, in unsere eigentliche Heimat. Gott weint. Gott ist traurig, weil wir die Welt seiner anderen Kinder, der geistigen Wesen, so verdunkeln mit dem, was wir ausströmen. Alle diese Wesen müssen kämpfen mit unseren Angstwolken, mit denen wir die Welt der Seelen, die Welt des Astralischen verdunkeln, aber auch die Welt des Lebens, der Lebenswesen, der Lebenskräfte, die ätherische Welt. Und die geistigen Wesen kämpfen ohne Unterlass mit unseren dunklen Strömungen der Angst. Und deshalb weint Gott. Er weint vor allem um uns, um seine Erdenkinder. Denn es macht ihn unendlich traurig, dass wir so voller Angst sind. Und so sagt er, ich schaue in eure Seelen,
Ihr wisst das, dass ich das kann. Und ich sehe die Angst in euren Seelen. Ich sehe die Wut. Ich sehe den Zorn. Ich sehe teilweise den Hass. Ich sehe die Verzweiflung. Und ich sehe die Verwirrung. Ich sehe die Zukunftssorgen in Millionen von Herzen meiner Kinder auf dieser Welt. Warum habt ihr solche Angst, fragt ihr. Und wir antworten mit unseren Menschenseelen, weil ein kleiner Virus unser Leben bedroht. Millionen von Erdenbewohnern, Erdenkindern senden diese ängstliche Botschaft in die Welt. Gott weint darum. Und er weint umso mehr, weil er sieht, dass diese Angst keinen wirklichen Boden hat. Gott sieht, dass es eine Angst ist, die gemacht ist, uns zu verleiten. Und er sieht und weist uns auf den dunklen Boden und auf den dunklen Boten, jenen Boten der Angst, den er einst selbst geschickt hat und dem er Macht gegeben hat, uns herauszufordern hier auf Erden. Aber er fragt, warum lasst ihr euch so in die Angst treiben? Ich habe euch doch alles gegeben, jegliche unnötige Angst zu überwinden und zu vermeiden. Warum habt ihr solche Angst? Warum lasst ihr euch solche Angst machen? Ich habe euch meinen Sohn geschickt, damit er euch von aller Angst, auch vor aller Zukunftsangst, ja, auch sogar vor der Angst vor dem Tod erlöst. Er hat vor aller Augen den Tod doch überwunden, um euch dieses Geschenk zu machen. Und ich bin traurig, weil ihr seinen Sieg so vergessen habt. Gott weint und die Engel trauern mit ihm. Gott weint, weil wir unsere Kraft vergessen haben. Gott weint, weil wir sagen, Gott sei tot. Gott ist tot. Er weint, weil wir ihn als tot erklären, wo es doch kein lebendigeres Wesen gibt als ihn. Denn er ist das Leben. Und er ist traurig, weil wir das Leben für tot erklären. Gott weint, weil wir ihn aus unserem Kopf und aus unserem Herzen verbannt haben. Vielleicht nicht alle, aber so viele Menschenkinder hier auf der Erde. Wie könnt ihr, so sagt er zu mir, wie könnt ihr glauben, als Kinder, dass es keine Eltern gibt? Wie könnt ihr als meine Kinder glauben, dass ihr keine Eltern habt? Geistige Eltern, keinen geistigen Vater, keine geistige Mutter. Wie könnt ihr das glauben? Wie könnten Kinder jemals glauben, dass es keine Eltern gibt? Und ich schaue in eure Seelen und sehe diese Verzweiflung. Und es ist klar, wenn ihr eure Eltern für tot erklärt, dass ihr euch einsam fühlt und verlassen und eine unendliche Leere. Und diese Leere kann mit Angst erfüllt werden. Und ihr lasst es zu. Wie könnt ihr mit dieser Leere leben, mit dem Gefühl, dass es Eltern, geistige Eltern, einen Geist, einen Gott nicht gibt?
Gerade doch in dieser Zeit, so spricht er weiter, in dieser Zeit, wo ein jedes seiner Kinder, meiner Kinder, sagt er, fühlen müsste in ihrer Freiheit, in ihrer inneren Freiheit, dass es diese Freiheit nicht geben könne ohne ihn. Woher sollte unsere Freiheit denn kommen? Gott weint, dass wir auch unseren Kindern erzählen, dass es keinen Gott gibt. Gott weint, denn er kann in die Seelen der Kinder schauen und ihren Unglauben sehen gegenüber dieser Behauptung ihrer Eltern. Sie vertrauen doch ihren Eltern, aber sie vertrauen auch ihrem Engel, den sie erleben, den sie sehen. Und er spricht von Gott und sie erleben den Engel und die Eltern sprechen davon, dass es ihn nicht gibt. Und mit der Zeit glauben sie ihren Eltern und vergessen ihren Engel und vergessen Gott. Und so wird die Welt gottlos und darüber meint Gott. Und wir Menschen sagen dann, so hören wir, lieber eine Welt ohne Gott, als eine Welt mit einem Gott, der die Menschen leiden lässt. Und dann spricht er, aber ich lasse euch doch nicht leiden. Ihr seid es doch, die ihr Leiden erschaffen. Ihr schafft doch euer Leiden. Ich habe euch doch diese Freiheit zum Leiden gegeben. Denn ansonsten hättet ihr der Freiheit nicht. Ihr wäret doch nur meine Maschinen. Ich will aber keine Maschinen als Kinder. Ich will Kinder Gottes, die meinen nennen. So spricht Gott und Gott weint. Und wenn Gott weint, erschüttert es die Erde. Und die Erschütterung erschüttert die Menschen. Und seine Tränen, auch der Erschütterung, rufen die Menschen auf. Wozu? Und er spricht es laut und deutlich. Erkennt, wer ihr seid. Ihr seid keine Wesen der Angst. Ihr seid Wesen der Freiheit, meine Kinder. Ihr seid Wesen der Liebe und der Furchtlosigkeit. Eure Angst kommt nicht von mir und kommt nicht von euch. Niemals. Schaut, woher eure Angst kommt. Gott weint, weil wir der Angst folgen. Gott weint, weil wir als seine Kinder unseren Kindern Angst einjagen und keine Hoffnung und Zuversicht schenken. Gott weint, weil wir ihn vergessen haben. Aber er weint nicht um sich, er weint um uns, dass wir ihn vergessen haben. Und Gott weint, weil wir uns mit Masken begegnen, und sogar ganz neuen Masken, zusätzlich zu den Masken, die wir schon immer getragen haben, schon immer aufgesetzt haben und uns verhüllt haben. Vor ihm, vor den geistigen Wesen, können wir uns nicht verhüllen. Sie sehen, wie wir sind. Und schon vorher war Gott auch traurig, weil wir die Masken des Neides auf den Nächsten, den Neid auf unseren Nachbarn, den Neid auf den Erfolgreichen aufgesetzt hatten und die Nächstenliebe damit zugedeckt haben. Schon vorher war Gott traurig,
weil wir die Masken der Eifersucht aufgesetzt hatten und die Wertschätzung der anderen damit zugedeckt. Schon vorher war Gott traurig, weil wir die Masken des Hasses aufgesetzt hatten und die Liebe damit zudeckten. Schon vorher war Gott traurig, weil wir die Masken der Lüge aufgesetzt hatten und die Wahrheit damit zudeckten. Jetzt aber weint er, Gott weint, weil wir nun auch noch unsere Gesichter vor dem Nächsten in Angst und auch mit Hass und Sorge und vor Verzweiflung unter äußeren Masken verdecken und so nun auch unseren ganzen Menschen verbergen, fast ganz. Gott weint, weil wir damit in unseren Untergang gehen würden. Gott weint, aber er will das nicht zulassen in der Zukunft. Er wird alles tun, denn wir sind seine Kinder. Und er wird alles tun, damit wir uns an ihn erinnern. Und vielleicht mögen diese Worte von ihm dazu beitragen. Gott weint, dass wir unseren Kindern den Mund mit diesen Masken verschließen und sie vom Leben weit ausschließen. Er fragt, warum? Und er sagt, ich habe euch als Menschenkinder einen Leib gegeben, einen Körper, welches das größte Werk dieser Schöpfung ist. Äonenlang haben alle Geister daran gearbeitet, euch diesen wunderbaren Körper zur Verfügung zu stellen. In euren Körper haben wir alle Heilmittel und alle Heilprozesse eingebaut, sodass ein gesunder Leib stets die Möglichkeiten hat, sich zu wehren und zu heilen. Euer ganzer Körper ist den ganzen Tag damit beschäftigt, zu heilen. Den ganzen Tag damit beschäftigt, alle fremden Eindringlinge und Gifte zu bewältigen, die ihr ihm zufügt, auch die in der Nahrung enthalten sind. Denn alle Nahrung ist Fremdstoff für euren eigenen Körper und daher auch Gift. All das muss der Körper den ganzen Tag aus seiner Lebendigkeit und seiner Heilkraft verarbeiten. Und dazu ist er gebaut, dazu ist der Leib gebaut, damit er durch diese Abwehr äußerer Eindringlinge und Gifte und Feinde seine eigene Stärke und eure Lebendigkeit aufbaut. Das ist das Wesen der Heilprozesse des Körpers, dass diese Abwehrprozesse und Integrationsprozesse und wie er sagt, Immunisierungsprozesse euch stark machen. Alles das ist ein einziger permanenter Heilungsprozess und Heilprozess. Und vor allem eure kleinen Kinder sind so gesund, normalerweise so gesund, dass ihr Körper mit all dem gut umgehen könnte. Deshalb sorgt für gesunde Leibe eurer Kinder. Und dann gibt es keine Gefahren, die sie nicht bewältigen könnten, auch mit äußerer Unterstützung. Gebt ihr ihnen aber diese Masken und haltet alles von ihnen fern, werden sie nie gesund werden können, denn ihr Körper kann nicht lernen, mit den Feinden umzugehen. Denkt darüber nach, über diese Worte, und fühlt hin und versucht euch in die Seelen eurer Kinder zu versetzen, so wie ich in eure Seelen schauen kann, und schaut, was ihr mit den Seelen eurer Kinder macht.
ihr seid die Eltern. Ihr nehmt euren Kindern einen Teil ihres Lebens. Aus Angst, die ihr habt und die nicht die Kinder haben, aus einer Angst, die im Wesentlichen ohne Grund ist. Gott weint darüber, dass wir so wenig verstehen vor dem Wunder dieses unseres Leibes und dem unserer Kinder, den er uns hat geben lassen. Gott weint, dass wir so wenig Vertrauen haben zu ihm und zu ihm in uns. Und kein Vertrauen haben, so wenig Vertrauen in das Wunderwerk unseres Körpers, den wir erhalten haben. Gott weint auch darüber, dass wir unseren Körper so vernachlässigen, damit er Heilungskräfte dann verliert und die Feinde nicht mehr abwehren kann. Gott weint aber auch, dass wir statt, dass wir unseren Körper kräftigen und gesund machen, unseren Körper angreifen von innen heraus durch unsere eigene Angst. Er schaut in unsere Seelen und sieht die Angst und sagt uns, dass diese Angst unseren Körper auffrisst. Und er sagt uns, dass wir das wissen und fragt uns, warum tut ihr das, meine Kinder? Er hat seinen Sohn gegeben. Sein Sohn Christus Jesus hat sich geopfert, sein Leben, sein großes Leben, um uns zu Königen zu machen. Zu Königen in unserem eigenen Reich unserer Seele. Ja, er hat uns zu Königen gemacht. Gott weint, weil er sieht, wie wir unser Königtum mit Füßen treten, dass wir uns zu Bettlern machen und zu Sklaven und unser Königtum nicht annehmen, sondern uns dem Fürsten der Angst überlassen. Das macht Gott traurig. Gott weint, weil wir so seinen Schöpfungsauftrag negieren. Gott weint. Er weint, dass sich Millionen seiner Kinder und Abermillionen dem Fürsten der Angst so hingeben und sich leiten lassen von der Magie der Angst von außen und sie nach innen übernehmen und so ihre Seele sich zerfressen lassen und ihren Leib. Anstatt der anderen Magie zu folgen, der Magie der Liebe und der Magie der Wahrheit von innen. Wozu, fragt er uns, wozu, fragt Gott, habe ich meinen Sohn euch geschickt, euch zu freien Geistern zu machen, wenn ihr nun eure Freiheit mit Füßen tretet und der Angst und der Unfreiheit folgt und euch zu Sklaven machen lasst, als Könige, zu denen ihr geboren seid. Soll all das Opfer meines Sohnes für euch umsonst gewesen sein? Gott weint. Ich habe euch, so spricht er, alle Macht über euer Leben gegeben. Ich habe die Macht über euer Leben in eure Hände gelegt. Warum gebt ihr es ab? Warum gebt ihr die Macht über euer Leben ab an die Angst und an jene,
die euch Angst einreden? Warum lasst ihr zu, dass euch Angst eingeredet wird? Warum gebt ihr eure Freiheit ab an jene, die eure Unfreiheit wollen? Warum gebt ihr die Macht ab über euer Leben? Habe ich euch denn erschaffen lassen, damit ihr eure Göttlichkeit an die Welt des dunklen Fürsten abgebt? Glaubt ihr, dass ihr dazu erschaffen seid? Wo habt ihr eure Würde gelassen, eure geistige Würde, die ich euch gegeben habe, Könige zu sein in eurem eigenen Reich der Freiheit in eurer Seele? Gott weint. Und er spricht weiter: Warum lasst ihr euch leiten von der Lüge? Warum gebt ihr dem Vater der Lüge, dem Geist der Lüge, so viel Macht über euch? Warum habt ihr so viel Angst vor der Wahrheit? Warum habt ihr so viel Angst vor meinem Sohn? Hat er euch nicht sich offenbart mit den Worten: Ich bin die Wahrheit? Hat er euch nicht gesagt, dass er den Geist der Wahrheit von mir für euch einfordert? Und habe ich ihn euch nicht gegeben? Seht und spürt ihr denn nicht, dass ihr den Geist der Wahrheit in euch habt? Warum folgt ihr dann dem Geist der Lüge? Warum lasst ihr diesen Geist der Wahrheit so schnöde in euch liegen? Ist euch mein Geschenk denn gar nichts wert? Gott weint, Gott trauert. Und mit ihm trauert die Welt der Engel. Warum lasst ihr es zu, so spricht er weiter, dass dunkle Wolken der Lüge eure geistige Heimat verdunkeln? Warum beschert ihr euren geistigen Freunden in den Lebenswelten, den ätherischen Lebenswelten und in den Seelenwelten, in den astralischen Welten so viel Leid? Wisst ihr nicht, was ihr anrichtet mit euren Lügen? Wozu haben wir euch den Geist der Wahrheit geschickt, in euch verankert, auf das er euch begleitet bis in alle Ewigkeit? Wozu? Damit ihr weiter euch leiten lasst von dem Geist der Lügen, weil es bequemer ist? Wozu haben wir euch den Geist der Wahrheit gegeben? Damit ihr Könige werdet in eurem Königreich und keine Sklaven und keine Bettler und keine Knechte. Wollt ihr Könige des Geistes werden oder Sklaven der Lüge? Wollt ihr eurem Gott oder Gott dienen oder dem Mammon, dem Geist der Lüge? Was wollt ihr? Wollt ihr eurer Vernichtung entgegengehen oder eurer Würde als ein freier Gott? Ein freier werdender Gott. Wozu habe ich euch das alles gegeben? Euren Verstand und euer Herz. Das Denken in Wahrheit und das Fühlen in Wahrheit. Wozu? Wollt ihr sie wegwerfen auf die Müllhalde der Angst und der Lüge? Wisst ihr nicht, dass ein jeder Bauer das erntet, was er sät? Wisst ihr nicht, dass ihr Bauern eures Lebens seid?
habe ich es euch nicht klar sagen lassen? Warum glaubt ihr dem Mammon mehr als mir und meinen Sendboten? Warum glaubt ihr nicht dem Geist der Wahrheit in euch, sondern den Geistern der Lüge draußen? Warum? Ihr beschämt eure Göttlichkeit mit euren Masken innen und außen, und ihr beschämt meine Schöpfung. Gott weint. Was wollt ihr euren geistigen Gefährten und Brüdern schenken? All jenen, die in den geistigen Welten euch begleiten, euch beraten, euch behüten, euch beschützen? Was wollt ihr den Engeln schenken, euren Schutzengeln, die euch seit Äonen in Liebe begleiten, im Dienst der Liebe? Wollt ihr ihnen weiterhin dunkle Ströme der Angst und der Lüge senden und sie damit belasten? Oder wollt ihr ihnen nicht doch lieber lichte Ströme der Erkenntnis schicken? Habe ich es euch nicht sagen lassen, immer wieder, dass eure geistigen Freunde und Begleiter in eurer Heimat auch davon abhängig sind, was ihr ihnen gebt, was ihr ihnen sendet, dass ihr ihnen euer Licht der Erkenntnis schenken sollt, geben sollt, weil sie dieses Licht brauchen. Immer wieder lasse ich euch sagen, dass ihr mehr seid, als ihr denkt, und dass ihr eine hohe Würde und eine hohe Aufgabe habt. Ihr seid das Licht der Welt für die Geister drüben. Gott weint. Und er sagt, ihr seid Mitschöpfer an meinem Universum. Ich habe euch zu freien Mitschöpfern gemacht. Ich habe euch die Macht dazu gegeben durch die Freiheit. Wie wollt ihr diese Freiheit nutzen? Welche Schöpfung wollt ihr hervorbringen? Ihr, meine Menschenkinder, eine Welt der Lüge und der Angst oder eine Welt der Wahrheit und der Freude und der Liebe in Freiheit? Was wollt ihr? Ich erlebe so viel Angst in euren Seelen und so viel Lüge wie niemals zuvor. Es macht mich traurig. Gott weint. Und er meint und spricht, ihr wollt Mutter Natur beschützen. Ihr sprecht aber auch gleichzeitig von eurem Vaterland. Ist es nun Vater oder Mutter? Aber wenn sie eure Mutter ist, die Erde, und wenn ihr sie so nennt, was soll sie dann gebären? Mütter gebären etwas, sie bringen etwas zur Geburt. Oder was hat sie geboren und was soll sie nähren? Habt ihr darüber nachgedacht, einmal vielleicht ernsthaft, was die Aufgabe von Mutter Natur ist? Ist es nicht die Liebe, die sie gebären soll auf Erden? Wenn es so ist, dann wisst ihr, was Mutter Natur brauchen kann. Aber es scheint immer so, dass ihr wollt, dass Mutter Natur ewig lebt und für euch da ist und zu Diensten ist. Ist das Liebe oder euer Egoismus? Was ist daran Liebe
zur Mutter Natur. Glaubt ihr, dass eure Ängste und eure Lügen der Seele von Mutter Natur gut tun? Wenn ihr erwartet, dass sie ewig lebt, dann solltet ihr euch erinnern, dass nichts in der materiellen Welt ewig lebt. Alles ist vergänglich und alles muss neu werden. Und wenn ihr an Mutter Natur denkt und sie wirklich liebt, dann wisst ihr, dass auch sie vergehen muss eines Tages und nicht ewig da sein kann in ihrem Körper, dann auch sie befreit werden soll und muss, wenn ihre Aufgabe erfüllt ist. Und das ist eure Aufgabe, aus diesem Planeten einen Planeten der Liebe zu machen. Und die Zeit ist begrenzt, denn kein Körper währt ewig. Gott weint. Gott weint, weil er sieht, dass die Mütter auf Erden seine Kinder in den Körpern von Frauen ihre Mütterlichkeit so sehr verleugnen oder verleugnen lassen. Warum, spricht Gott, gebt ihr eure Kinder ab, dass andere sie betreuen und erziehen? Wisst ihr nicht, dass ihr als Mütter für eure Kinder die Göttinnen seid? Ihr ruft nach den weiblichen Göttern, nach den Göttinnen. Ihr wollt eure weibliche Göttlichkeit finden und vergesst die göttliche Mutter. Ihr vergesst die göttliche Mutter in euch. Glaubt ihr, dass die göttliche Mutter euch weggegeben hätte als Kinder, damit andere sich um ihre Kinder kümmern? Warum lasst ihr es zu, dass eure göttliche Mutterschaft hier auf Erden so mit Füßen getreten wird? Warum lasst ihr es zu, dass sie euch die Kinder nehmen, damit ihr der Wirtschaft dienen könnt? Wollt ihr in Liebe zu euren Kindern dienen, in Liebe euren Kindern dienen, den Seelen, den Geistwesen, die heruntergekommen sind und sich euch anvertraut haben als Mütter, dass ihr sie wie als göttliche Mütter oder Mutter nährt und führt, bis sie selbst so weit sind, dass sie sich selbstbestimmt führen können? Was anderes hat denn eure göttliche Mutter mit euch gemacht? Ist sie euch nicht Vorbild? Wollen wir also, dass unsere Mütter ihren Kindern dienen oder der Wirtschaft? Dem Geist der Wirtschaft oder dem Geist der eigenen Selbstbefriedigung? Und Gott spricht weiter: Wisst ihr nicht, wie die göttlichen Mütter sich seit Äonen um euch in aller Liebe bemüht haben und was sie alles auf sich genommen haben, euch zu freien, geistig erwachsenen Wesen zu machen? Ist es nicht wert, es ihnen gleich zu tun? Wollt ihr nicht eure Mütter schützen in ihrer Göttlichkeit und in ihrer Würde und diese Würde achten und ehren, wie es ihr gemäß ist? Wo schätzen wir, so frage ich, wirklich die Würde unserer Mütter?
Warum würdigen wir so wenig die Göttlichkeit unserer Mütter? Gott weint. Und er spricht, ich spüre auch das Leid der Seelen eurer Kinder. Ich sehe in sie hinein, und ihr wisst das, wenn sie schon im frühen Alter ihrer Kindheit mit wenigen Monaten mit Giften konfrontiert werden, die sie auf natürliche Weise gemäß ihres Schicksals überwinden sollten, wenn es nötig ist. Aber ihr glaubt aufgrund eurer Angst, jenen Angstmachern, die nicht Interesse an der Seele eurer Kinder und an ihrer natürlichen Gesundheitsentwicklung haben, sondern Interesse haben an Macht und Gewinn. Sie dienen dem Mammon und nicht mir. Und ihr gebt ihnen und ihm den Raum, eure Kinder künstlich zu vergiften. Und ihr glaubt und lasst euch sagen, das sei gut für eure Kinder. Und ich bitte euch, euer Vater, dass ihr in die Seelen eurer Kinder schaut und eure Kinder fragt, wie es ihnen geht, so wie ich in eure Seelen schaue und weiß, wie es euch geht und wessen eurer Bedarf. Wenn ihr das als Mütter und Väter auch zulasst, dann frage ich, was ich euch mitgegeben habe. Will ich denn, wollte ich denn, dass ihr blind anderen folgt, gerade dann, wenn sie mit der Angst arbeiten und durch Angst euch führen? Wollte ich denn, dass ihr blind anderen folgt oder dem göttlichen Geist der Wahrheit in euch, den ich euch gegeben habe, den mein Sohn für euch von mir eingefordert habt? Warum folgt ihr so der Angst und nicht der Liebe zur Wahrheit? Nach seinem Opfergang hat mein Sohn den Geist der Wahrheit für euch erbeten und ihr habt ihn bekommen. Gott weint. Gott weint, weil wir sein Geschenk nicht wirklich annehmen und mutlos sind. Trauer durchzieht derzeit die geistigen Sphären wie nie zuvor, ob der Lüge und der Angst in den Köpfen und Herzen von Millionen Erdenkindern, den zukünftigen Erdengöttern. Zu Königen wurden wir erschaffen, und die Königreiche unserer Seelen wurden uns gegeben. Und wir lassen die Angst und die Lüge in unsere Seelen einziehen wie nie zuvor und verleugnen die Wahrheit und den Mut. Wir lassen sie derzeit die Angst und die Lüge einziehen, ganz stark weltweit. Und die geistigen Welten verdunkeln sich darob. Gott weint. Trauer liegt in der geistigen Luft. Gott weint. Doch dann ertönt eine Stimme, nämlich die Stimme seines Sohnes aus den Welten. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und aus der Stille der Welt und aus dem großen Rauschen gleichzeitig der Welt erklimmt die Hoffnung mit diesen Worten.
ertönt die Zuversicht, erscheint der Mut und dröhnt mit Donnerstimmen der Geist der Wahrheit und erstrahlt der Geist der Freiheit für die, die sich ihm zuwenden. Und er tut das, um seinen Kindern zu zeigen, dass sie Könige sind und keine Diener der Angst und der Lüge, sondern Könige der Wahrheit und Könige der Freiheit hier auf Erden. Gott behüte euch. Euer Axel Burkert.